Nur mal ein ganz kurzes Video. Ich habe heute mal meinen zweiten Helm probiert. Den habe ich sonst eigentlich nur da liegen. Den habe ich mal günstig geschossen. Ist ein Shark. Und ja, erstens ist das kein Klapphelm. Und ich bin ja einer von der Klapphelm-Fraktion eigentlich. Das ist ein Integralhelm. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich immer meinen Schubert nehme normalerweise. Heute bin ich mal mit der CB1000R los und habe ihn hier mitgenommen. Und ihr werdet das nicht glauben, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich messe mal hier. Der Sichtausschnitt hier bis zur Kante gemessen sind bei dem 9 cm. Bei dem sind das 11,5, fast 12. 12 cm da. Und wenn man das auch von vorne sieht, der hat eine wesentlich größere Klappe als der andere. Guck mal. Und trotzdem kann ich mit dem hier, das ist total unbequem auf der CB1000R. Man guckt dauernd hier gegen und das Pinlock-Visier hier, da drunter. Wo die Scheibe vom Pinlock-Visier abschließt. Und das ist total unbequem. Da kriegt man einen steifen Nacken von. Und der hier mit dem kleinen Ausschnitt, der aber höher angesetzt ist hier oben. Also das Ding schließt hier quasi über den Augen ab. Ist wunderbar zu fahren, obwohl dieser Ausschnitt nur so klein ist. Und das hat mich total verblüfft. Also werde ich jetzt bei der CB1000 immer diesen Helm nehmen. Beim Crosstourer den hier natürlich. Der ist für aufrecht sitzend. Ja. Außerdem lässt sich der ist hier hinten, der lässt sich besser in den Nacken, also man kann den Kopf besser in den Nacken nehmen. Da sperrt sich der, da ist der hinten dicker. Und das merke, für jedes Motorrad gibt es auch einen passenden Helm. Man muss ihn nur ausprobieren. Ja, also das wollte ich nur mal festgehalten haben. Also man glaubt das nicht, ne? Wie groß dieser Ausschnitt ist. Und wie wenig man da drin sieht, wenn man ein bisschen nach vorne gebückt fahren muss. Weil das musste mit der CB1000R ja. Also das ist der Crosstourer-Helm. Das ist mein CB1000R-Helm jetzt. Ich muss mich noch ein bisschen an diesen Doppel-D-Verschluss hier gewöhnen, aber kein Problem. So, das soll es auch schon gewesen sein.